Willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. Wir werden dieses Pferd jetzt verkaufen. So, und jetzt können wir uns ein neues Pferd aussuchen. Das hatten wir alles schon im vorletzten Part gemacht. Erklärung, warum wir das nochmal machen im letzten Part, falls ihr nicht gesehen habt. Das sind Pferde, die wir uns kaufen können. Das hier können wir nicht kaufen, weil wir nicht genug Geld haben. Und die beiden hier sind durch den Vorbesteller-Bonus. Ich glaube, letztes Mal habe ich euch wollte eigentlich hatte das hier genommen, aber wir gehen mal kurz auf Info. Englische Vollblut, Rennpferd. Ich glaube, wir nehmen das Streitross, weil das doch irgendwie besser ist. Da habe ich letztes Mal gar nicht darauf geachtet, aber schaut mal, es hat mehr Leben und mehr Ausdauer als das englische Vollblut. Also werden wir das hier nehmen. Auch wenn im Moment Geschwindigkeit und so noch nicht so gut ist, aber das kann man ja alles trainieren. Wir werden, Moment, was ist? Weiblich. Gut. Kaufen. Der Name, das bleibt. Moment. So. Genau. Gut. Pferdezubehör, Pferde. Okay, man kann das Pferd umbenennen. Aha. Der Kopf sieht ein bisschen. Egal. Wir können das Aussehen könnten wir ändern. Das mache ich aber nicht, weil es kostet. Ich gehe nur eben einmal schnell hier durch, damit die ganzen Sternchen weg sind. Lalalala. Ja. Einmal schnell durch. Schwupp. So. Das, dann machen wir hier das auch mal eben. Moment. Einmal schnell durchgehen. Und so, okay, weil ich habe versehentlich Enter gedrückt. Egal. Das war ja nicht so teuer. Ausrüstung. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das kostet nämlich alles. Und zwar ganz schön viel. Wie sieht denn der im Moment aus? Ich glaube, ich lasse es einfach so. Wenn ich alles. Muss man echt aufpassen, wann man hier Enter drückt. Nur die Sternchen eben weg haben, damit man, falls man was Neues hat, damit man dann direkt sieht, was neu ist. So. Das weg. Was stand hier? Vorbestellte Sättel, ja. Dann nehmen wir den hier, weil den haben wir ja. Okay, die und die. Da passt, ist so okay. Decke. Ja, und das hier noch. So. Gut. Dann war's das. Vorräte.
Arzneien, okay. Brauchen wir da was von? Komm, ich glaube, wir werden überall mal einen von denen. Was kostet hier ja fast nichts. So. Alright, Partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Alright, let's see. So, here are your papers. And on me, a new grooming brush. Neue Striegel, okay. Appreciate it. Danke schön. Right, you treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Looks like a nice animal you got there. You happy? Guess we'll see. Come on, girl. So. All right, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Ja. Gut, jetzt schauen wir hier nochmal. Gesamtfortschritt, aha. Ardenner sind gut gebaute Streitrösser. Man erkennt sie an ihrem stämmigen Körperbau, dicken Decker und den breiten Kopf. Sie sind mitunter eine der schwersten Pferderassen. Der Text flackert. Der stichelhaarige Braune und der stichelhaarige Fuchs können in Ställen gekauft werden. Die soliden, tapferen Ardenner bleiben sogar unter Druck recht umgänglich und werden im Kampfgetümmel nicht nervös. Sie sind bekannt für ihre Gesundheit, großartige Ausdauer, durchschnittliche Geschwindigkeit und Beschleunigung. Na gut. Meine Güte, gibt es viele verschiedene Pferde. Ich glaube, es werden wir irgendwann, wenn wir mal alles haben, werden wir uns das alles angucken. So, what's this lake we're heading for? It's called O'Cray's Run, up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. So, how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Hosea. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised it. I know. But it's done. Has been for a while now. Ab in die, zurück in die Berge, hey. Sieht auf jeden Fall schick aus. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Bärenjagen, oha. Ich hoffe, der Bär. Okay, I think we need to head right up here. Also ich hoffe, der Bär findet nicht uns zuerst. Tschüss. Ja. Huch. Okay. Ja, und jetzt? Ah, da sind sie ja wieder. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way.
Das will ich dir aber auch geraten haben. Einmal Texturen laden, bitte. That's the lake there. Good. We made it. Ah, ja. Let's loop around the other side. Wo hat der uns denn jetzt hingeführt? Oh Mann, ey. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes. Obliterated them with a shotgun, if I remember right. Wenn ich den Hasen mit dem Bogen jagen, ist ja lustig. Wo ich hier nur mal wieder einen finden? Wo sind die denn jetzt? Da hinten. Erwischt. Und den Pfeil kriegen wir wieder. Wollen wir uns den Hasen auch mal angucken. Mal gucken, was das für ein Hase ist. Ein Berghase. Hm? Ein Eselhase. Ja gut, bei den Ohren. Habe ich nicht gesagt. Good job. All right. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. Well then, you get us set up. Okay, was soll ich das machen? Halt das Objektrad. Ah ja. Oh, es geht. Ah, doch, hat funktioniert. Gut. Delicious on an open fire like this. Jetzt steht das da unten noch. Ja, egal. Ah, jetzt ist weg. So. Go on then. I thought you said you were famished. Schneller zu kochen? Nö, das gucken wir uns jetzt mal an. Und jetzt können wir essen. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Mehr kochen oder verlassen? Dann verlassen wir. Er wollte ja nicht. Lassen. So. All right. Well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. Und schlafen. Bis morgens. You better be worth all this drama. Morning, Arthur. You ready? Well, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. Wäre mir schon wieder viel zu hell, um zu schlafen. What's your plan? Well,
We'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous. But we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I'll tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. I was... Ja, das sollen wir herstellen. Actually weaned on bear meat. Just mix it together. It's not too high. I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Come on, grab your stuff. Let's go. Ich kann das Geld nicht gedrückt halten. What's the hold up here? Dann machen wir es halt so. Da standen verschiedene. Okay. Let's go. Wo ist unser Pferd? Da ist unser Pferd. Okay, girl. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Was gefunden? Look for tracks, dung, bones, any sign of him. Wir geben dem Pferd. Untersuchen. Ist nur das Pferd oder was? Well, there's some paw marks here, Hosea. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? Da geht's lang. This way. The tracks go into those trees. Okay.
Ich sehe sie gerade nicht mehr. Wo ist sie? Da. Okay, die sieht man aber gerade schlecht. Wait a minute. Something on the ground here. Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything else. Da hinten ist noch was. Something else on the ground, just here. There's shit here. Watch your step. Looks real fresh. Reckon he's gotta be close. Let's keep going. Alright. Looks like the truck. Fancy. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up and each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? Ich bin für den Köder. Aufteilen bei so einem Vieh ist doof. Best bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Aufteilen bei so einem Riesentier ist, glaube ich, keine gute Idee. Ist das der? Genau, Raubtierköder. Vielleicht, wie wär's mal mit dem Gewehr? Da haben wir keins. Toll, wir haben gar kein. A thousand pounds, you say? More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Gut, wir warten. Let's just take a look at that bait. Sure. Come on. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Give me a hand here. Got your knife? Da ist der Bär, ich war doch klar. You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. Think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming or you gonna track that monster? Well, wir gucken mal, ob wir das Monster kriegen. You coming or not? I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah. Wir gucken mal, ob wir den Bären eventuell noch kriegen. Er ist da hochgelaufen und so ver. Wir haben nur zwei Schüsse im Kopf, zwei Kugeln nach deinem Kopf.
Okay, was hätten wir hier jetzt noch so Schönes machen können? Spüre den Bären in der Fall. Okay, habe ich nicht. In der Fall 12 Minuten habe ich auch nicht. Ich habe 6 Mal auf den Bären geschossen. Super, ne? Pferdeinventar. Warte mal, wie war das denn? Waffen auf Pferd, genau. Haben wir kein Gewehr? Doch. Mal gucken, ob wir das. Genau, hier ist das. Fra ja. We gotta show you. Must be a way off. Ich will mal eben gucken, ob ich speichern kann. Gut, kann ich. Wir machen noch ein bisschen weiter, keine Sorge, aber ich will trotzdem mal ganz kurz das Spiel speichern, nur aus Sicherheitsgründen. So. Der kann ja eigentlich erstmal nur hier hoch sein. Ja. Weil der Fell verloren hast. Dein Getting Bärenfohlen. close. Mir fährt irgendwo ein Zug. Da ist er. Da ist der Bär. Überlebt. Wir haben's ihr. Ach du Scheiße. Alter. Aber wir haben's geschafft. Himmelherr J01. Ui. Das war aber mal so richtig knapp, Alter. Der Legen Gesamtfortschritt 100%. Aufgespürt ein, getötet ein, gehäutet ein. Jawohl. Der Legen Dere Barati ist in O'Quengs Ruhen im östlichen Teil der Grizzlies hat. Ja, okay, egal. Wir haben den Bären. Da ist unser Pferd. Kannst nicht alle Tiere auf dieses, was du kannst nicht alle Teile dieses Tiers einsammeln, da du keinen Platz mehr dafür hast. Öffne deine Tasche und schaffe Platz, indem du gedrückt hältst und ich bin den Gegenständen weg zu. Oh. Warte mal, Tasche öffnen? Das wäre doch dann. Erde Inventar.
Was soll ich jetzt drücken, um was wegzuwerfen? Ja, weg. So, wegwerfen. Nein, warte. Oh. Obwohl, wenn du zu viel isst, nimmst du zu. Isst du nicht regelmäßig, verlierst du an Gewicht, okay. Aber ich glaube, wir müssen gerade mal was essen. Wir gehen nochmal hier rein. Das werden wir mal essen. So. Ich gehe noch mal zu den Beeren. Kann ich hier jetzt noch was einsammeln oder? Ah, das Pferd kommt mit, das ist gut. Ich glaube nicht. Ja, warte doch, hier war noch gerade was. Moment, hier. Wenn hier ist nur ein Pferd. Okay. Ich glaube, wir haben ja alles. Okay. Karte. Okay, eigentlich der Part schon vorbei, aber ich denke mal, wir machen uns auch auf den Weg zum Lager, auch wenn es wahrscheinlich jetzt ein sehr langer Weg sein wird. Aber machen wir es beim nächsten Mal. Erstmal will ich aus dem Gebirge hier raus. Ja. Da wäre es. Warte mal, ah, das Tier ist noch. Warte mal. Du musst mal kurz da stehen. Der ist hier noch gelb. Heißt jetzt was denn? Ah, ich glaube, ich kann damit nichts mehr machen. Lager aufschlagen, herstellen. Weggehen. Hä? So. Munition, Waffen, Jagd. Wieso kann ich denn... Ne, jetzt... Okay, das verstehe ich jetzt nicht, warum das hier noch... Okay, er liegt hier, ja, aber ich kann damit ja auch so nichts machen. Das Fell haben wir. Okay, wisst ihr was? Ich werde den Part hier beenden. Hier ist eh schon jetzt lang genug. Hier kann ich dann speichern. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal aufmachen, zum Lager zurückzukommen. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Und ich sage erstmal bis dann. Alter, wie die Bären, die Kratzer hinten auf dem Rücken. Bis zum nächsten Mal und ciao.